Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Inner World. Ja, wir stehen hier bei unseren Flötennasen und wir werden mal mit ihnen quatschen. Vielleicht haben sie so ein paar Tipps und Tricks für uns. Hallo Leute. Hallo Kollege. Ach, jetzt auf einmal sind wir der Kollege. Schön. Auf jeden Fall, diese Flötennase sieht richtig genial aus. Schöne Form. Was macht ihr da oben? Seid ihr auf der Flucht? Wie so viele von uns. Ja, aber ich wette, wir sind die Einzigen, die in einem Baum leben. Das ist nicht der Punkt. Die meisten von uns sind auf der Flucht, seit Emil die Macht ergriffen hat. Die Asposer verstehen einfach nicht, dass sie sich selbst die Luft zum Atmen nehmen. Wir sollten einfach aufhören, das Lied zu spielen. Dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Das ist keine gute Idee. Dann wären wir nämlich alle tot. Dass du dich immer an solchen Kleinigkeiten aufhängen musst. Kleinigkeiten. Ihr seid also auf der Flucht und versteckt euch hier in diesem Baum? Ja. Und ihr spielt das Lied, damit niemand erstickt? Genau. Warum habt ihr nie versucht, den Leuten die Wahrheit zu erklären? Dazu hätten sie erst einmal lange genug zuhören müssen. Aber Musik wurde sofort verboten. Wir als Lügner und Staatsfeinde deklariert und weggesperrt. Dorthin, wo niemand mehr unser Lied hören kann. Außerdem ist das immer noch Conroys Werk. Die Leute haben seine Lügen oft genug gehört, um sie zu glauben. Es spielt nicht mal mehr eine Rolle, dass ihn niemand mochte. Das Ding mit den Basilen hat sich in den Köpfen festgesetzt. Ihr denkt also auch, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, sie vom Gegenteil zu überzeugen? Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir brauchen nur jemanden, der die Dynastie wieder vereint. So wie es in der Prophezeiung heißt. Ja, eine Art, ich weiß nicht, Herrscher. Oder eine Herrscherin. Naja, eigentlich war das alte System ja gar nicht so schlecht. Wenn es nicht kaputt ist, warum es reparieren? Conroy hat die halbe Dynastie ausgelöscht und eine religiöse Diktatur errichtet. Das alte System war doof. Ja, das einzig Gute an heute ist, dass es endlich nicht mehr damals ist. Okay. Könnt ihr mir sagen, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Warum solltest du überhaupt nach ihm suchen? Nach dem, was der letzte Windmönch Conroy angerichtet hat. Ja, ohne ihn wären wir gar nicht in diesem Baum. Ich werde niemals Okarios Gesicht vergessen, als Conroy diese Basilenviecher aus dem Brunnen geholt hat. Und die arme Dorea. Hey, sei nicht traurig. Es kommen bessere Zeiten. Aber wir haben ja nicht mal mehr einen Kapellmeister. Es wird einen neuen geben. Wir wissen bis heute nicht, wo Doreas und Okarios Sohn abgeblieben ist. Ich stehe vor euch. Natürlich. Und ich bin der uneheliche Sohn Abt Conroys und einer Bardame. Einer Bardame. Geht. Wisst ihr irgendwas vom letzten Windmönch? Er ist, soweit ich weiß, der letzte. Ah, danke für die Info. Das bringt mich zwar nicht weiter, aber danke. Weia. Sehr nett von euch. Wisst ihr, was die Symbole auf dem Zylinder in der Nebelsenke bedeuten? Eines sieht aus, als würde es sich drehen. Natürlich, das ist das Drehlied. Ein mächtiges Lied. Ein gefährliches Lied. Aha. Wozu braucht man das? Na, vor allen Dingen, um Dinge zu drehen. Oh, könnt ihr mir das beibringen? Das ist viel zu mächtig. Dieses Wissen ist allein dem König bestimmt. Aber ich bin der König. Dann beweis es. Der König kann fliegen. Flieg mal. Der König kann nicht fliegen. Dieser König kann offenbar nicht viel. Das hat der König auch nie behauptet. Ach Mist, das bringt doch nichts. Ach, dieses Symbol, okay? Ich brauche wirklich dringend das Lied zu diesem Drehsymbol. Wir brauchen alle irgendwas. Ich brauche zum Beispiel einen Beweis, dass du der König bist. Wenn du uns beweist, dass du fliegen kannst, können wir dir das Lied geben. Alles andere wäre unverantwortlich. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? V-
Viel Glück noch da oben. Danke. Wir haben eine Schweinsfliege. Die ist angeleint. Kann die uns nicht irgendwie... Können wir das Sieb daran machen, damit wir uns da reinsetzen können? Rettungshubschrauber. Okay, das hat nicht funktioniert. Die Fliege sieht gefährlich. Aber Rettungshubschrauber, vielleicht können wir damit das Kind finden oder holen. Warte mal, wir gehen mal nochmal zurück. Rettungshubschrauber, hier. Los, such den Schrof. Jawohl. Los. Nice. Sieht das schön aus. So genial. Da ist er. Guten Tag, Herr Ausreißer. Lukas, Papa ist so froh, dass du wieder da bist. 4 Steine und 3 Kinder. Das hat mich irre gemacht. Oh, schön. Die Familie ist wieder... vereint. Nein! Ich wollte gerade sagen, nicht unsere Fliege fressen. Lukas, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Schweinsfliegen nicht essen kann? Mal abgesehen davon sind wir ein strikt vegetarischer Haushalt. Okay. Können wir dem jetzt hier... Nee. Aber der wollte uns doch irgendwas singen lassen. Also, dass er singt. Kann ich dich nochmal was fragen? Ich habe mich immer gefragt, ob... Da ist er. Lied. Was darf ich das Dynastielied jetzt hören? Na, aber selbstverständlich. Sehr gut. Kinder, Position. Ja, 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 ja. Bam, 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 bam. Zack, das dritte Lied. Okay. Schön. Hat er uns noch was zu sagen? Kann ich dich nicht? Nee, okay. Tschüss, Schrof. Tschüss, Kinder. Wie? Ohne Leid. Nee. Ach so. Okay. Wofür brauchen wir das Lied? Wir gehen nochmal runden. Zu dem, zu der Nebelsenke. Und spielen da mal das Lied, ob sich hier jetzt irgendwas... Oh, was ist das denn jetzt? Schleimige Wurzel? Da ist noch Fliegensekret dran. Okay. Ob sich hier jetzt was verändert bei diesem Lied? Ah, es wird also nur immer kurz aufblinken, welches Lied wir gerade spielen. Wir brauchen aber dieses hier. Hä? Okay. Dann gehen wir nochmal zu den Jungs. So. Das war jetzt das Dynastielied, oder? Wir spielen hier nochmal das Lied. Okay, bringt nix. Hä? Wie können wir fliegen? Wie können wir fliegen? Man weiß es nicht. Schleimige Wurzel. Wir konnten ja die andere Wurzel hier reinschmeißen in den Kessel. Können wir jetzt die Wurzel wieder hier reinwerfen? So hilft mir das noch nicht. Können wir den Kessel anheben? Wurzelende? Wurzelende?
Können wir das da hoch machen? Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Okay. Können wir jetzt daran ziehen? Sie ist so biegsam. Man kann sogar Knoten damit machen. Knoten damit machen. Die da ran? Ah, sehr schön. Sehr schön. Vorsichtig, das ist unser Abendessen. Ja, ihr bleibt doch da eh in dem Baum. Oh, das ist essbar? Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Okay, kriegen wir jetzt die Tafel? Jap. Kessel mit Wurzel. Okay. Haben wir schon 4 von diesen Tafeln. Da steht, einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Ja, keine Ahnung, was uns das sagen tut. Das hat Zerstörungspotenzial. Ja. Können wir nicht irgendwas? Ah. Okay. Ups. Cool. Gut, jetzt haben wir die 5. Tafel. Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Gib mal her. So, was steht da drauf? Da steht... Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach der Macht, die ihm nicht zustand. Vorhang. Erinnert mich an die Berge im Ausblick. Nein, das brauche ich noch. Okay, ich dachte, dass ich irgendwas mit dem Ausblick machen kann. Fliegen. Wie können wir fliegen? Keine Ahnung. Das würde nicht funktionieren. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Sieht ziemlich nutzlos aus. Was? Du findest immer alles nutzlos. Nein, das brauche ich noch. Na gut, wir haben aber jetzt die 5. Ich nehme die Wurzel lieber wieder mit. Ach so, okay. Also brauchen wir die Wurzel nochmal. Oh Gott, ein Item 3-mal benutzt. Wow. Mit dem Schild konnten wir ja nichts anfangen, oder? Oder kann man die Wurzel hier... Naja, dann nee. Könnte ich... Obwohl, nein. Ein Vorhang? Ein Symbol? Wofür ist das denn? Nicht klappen. Wofür sind diese Symbole hier? Das sieht irgendwie aus wie... ein Asposa? Wie ein Asposa, okay. Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Ein Windbrunnen, ein Asposa und was ist das? Diese Nase, die elegante Form, ein Erdbär. Ein Erdbär? Was ist denn zur Hölle ein Erdbär? Oh weia. Okay, keine Ahnung, was wir mit den 3 Symbolen anfangen können. Wir gehen mal runter und gucken mal wegen den Hölzchen. So. Sieht aus, als würde hier etwas fehlen. Vielleicht diese Holztafeln, die überall herumliegen? Ja, das ist schon klar. Sieht aus, als würde... Achso. So, hier sind überall so eine komischen Verbindungen drinne. Tja. Soll das eine Geschichte darstellen? Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Okay. Da steht,
Die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Okay. Also, sie würde es nie wieder so weit kommen lassen. Hier haben sie ihn gestürzt, also würde ich sagen, das kommt nach dem. Was haben wir hier? Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen, bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Und diese Tafel hat ein Astloch. Aha. Da steht, einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Okay. Da steht, doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach der Macht, die ihm nicht zustand. Ah, also ich würde sagen, das als erstes war doch mit dem Einklang, oder? So, dann griff einer nach der Macht. Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen, bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Mm. Und die... Sie zogen sich tief, tief zurück. Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Das ist... Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen, bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Und diese Tafel... Schwierig. Schwierig. Also hier war alles in Ordnung. Da war alles happy, 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 happy. Und hier kam dann halt ein Böser. So. Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. So, dann würde ich sagen, dieses. Hier war alles happy. Hier hat der böse, böse Typ die Macht an sich gegriffen. Und hier konnte die Dynastie doch diesen bösen, bösen wieder stoppen, töten, wie auch immer. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Ja, würde ich so mal behaupten. Hierhin? Also, happy, böser Mann gestorben und jetzt kamen die Windmönche. So. Und das war hier jetzt? Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen. Und so. Die und das würde ich jetzt hier hinten hinhauen. Perfekt! Sehr schön. Ui. Wow. Das Rätsel war relativ einfach, fand ich. So. Was sagt uns das jetzt? Man weiß es nicht. Aber wir sind wieder einen Schritt weitergekommen in diesem 5. Kapitel. Ich bedanke mich für diese Folge bei euch. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es weiter heißt Rätsel, Rätsel, Rätsel. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut und ciao, ciao.